hatte niemals irgendeinen Wohlstand in meinem Leben. Er vergisst wegen der Qualen des Feuers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Mein Name ist Jibril und wir reagieren heute zusammen zu einem Video, welches heißt Jahannam, die große Katastrophe, machtvoller Weckruf. Meine lieben Geschwister, was kommt heute wieder auf uns zu? Wenn du ein Video hast, zu dem ich reagieren soll, dann post den Link doch bitte in die Kommentare und ich werde es mir inshallah anschauen. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann drück bitte jetzt den Abonnier-Button, damit du kein Video mehr verpasst. Und wir starten jetzt direkt los in das Video. Ich zähle wieder mal auf 3. 1, 2, 3, let's go! Das Letzte, das einer Person in diesem Leben passiert, während sie im Sterbebett liegt und der Todesengel zu ihr kommt. Deine ganze Familie sitzt neben dir, aber du fühlst dich so einsam, denn keiner kann den Engel des Todes sehen außer dir. Und er spricht, O du böse Seele, komm heraus zum Zorn, komm zur Strafe Allahs. Du kannst die Fußstapfen deiner Familie hören, wie sie dein Grab verlassen. Sie werden dich verlassen und du wirst sie rufen, aber sie werden dich nicht hören. Das Feuer von Jahannam wird dein Grab betreten. Das Feuer verbrennt dich, bis dein Körper sich zusammenzieht. Danach erscheint ein hässlicher Mann mit abscheulichem Geruch. Er wird sich in dein Grab setzen und du wirst fragen, wer bist du? Möge Allah dich verfluchen, wer bist du? Subhanallah, Subhanallah. Mit Ungerechtigkeit im Gesicht wird er antworten, ich bin dein schlechtes Werk der Dummheit. Und ich werde hier bei dir sein, bis zum Tage der Auferstehung. Als ob die Strafe im Grab nicht schlimm genug wäre, wirst du dein Grab teilen mit dieser abscheulichen Person bis zum jüngsten Tag. Das Höllenfeuer, meine Geschwister. Es ist keine kleine Sache. Es ist eine gewaltige Sache. Möge uns Allah davor bewahren. Amen. Die Hölle ist an 70.000 Ketten befestigt. Jede einzelne Kette davon wird von 70.000 Engeln getragen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala der Hölle befehlen wird, hervorzukommen, wird es keine angsteinflößendere Sache geben und keinen schlimmeren Terror. Alle Geschöpfe Allahs, Märtyrer, Propheten, Gläubige und Ungläubige, alle werden vor dessen Anblick auf die Knie fallen und rufen, O Allah, beschütze uns. Und Allah wird sagen, O Kinder Adams, habe ich euch nicht davor gewarnt, Shaitan anzubeten? Er ist euch ein Feind und nur mich sollt ihr anbeten. Dies ist mein gerader Weg. Tatsächlich, der Shaitan hat viele von uns in die Irre geführt. Er hat uns leere Versprechen gemacht, uns von unserem Weg abgebracht. Konntest du dies nicht früher verstehen? Konntest du dies nicht früher realisieren? Konntest du dies nicht früher begreifen, Ibn Adam? Hier ist das Höllenfeuer, das ich euch versprochen habe. Hier ist es. Die Hölle ist dieser Ort, den Allah bereits erschaffen hat. Die Hölle ist ein Ort der extremen Strafe, des extremen Schmerzes. Alle Arten von Schmerz, die du dir vorstellen kannst. Eine körperliche und geistige Qual im wahrsten Sinne des Wortes. Sodass die Menschen in dir den Geschmack der Bestrafung kosten werden. Es ist ein Platz unerträglicher Hitze, ein Platz der Qual. Die Menschen werden vergeblich nach Wasser rufen, nach etwas, das sie abkühlt. Doch was wird ihnen zu trinken gegeben? Ein kochendes Getränk, das ihre Innereien verbrennt. Und obwohl es das abscheulichste Getränk ist, das die Menschheit je getrunken hat, werden sie nach mehr verlangen, um ihren Durst zu stillen. Subhanallah! Und ihr Essen werden Früchte sein vom Baum As-Saqum, eine Frucht, deren Geschmack so bitter und abscheulich ist. Aber die Höllenbewohner werden sich zwingen, sie zu essen, denn es gibt nichts anderes zu essen. Subhanallah. Die Hölle ist ein Ort, wo die Leute weder leben noch sterben. Ein Ort der... Wie bitte? Du wirst in der Hölle weder leben noch sterben? Subhanallah, ich wünsche das keinem Menschen. Qual, wo die Leute untereinander streiten werden, sich gegenseitig hassen, beschuldigen und kritisieren werden. Das Feuer wird sie umgeben an jedem Ort. Die kleinste Strafe wird sein, dass eine Person Sandalen aus Feuer tragen wird und dass sein Hirn kocht. Das ist die kleinste Strafe. Aber sie werden glauben, es sei die größte Strafe. Das ist das Höllenfeuer. Das ist das Höllenfeuer.
Möge Allah uns davon bewahren. Amen. Amen. Meine Geschwister, die Gläubigen sind bei Allah nicht jene, die in Kauf nehmen, einige Zeit in der Hölle zu verbringen, um dann ins Paradies zu kommen. Die Gläubigen sind jene, die sich in Demut vor Allah niederwerfen und zu Allah beten. O Allah, bewahre uns vor dem Höllenfeuer, selbst für einen Augenblick. Nicht wie die Juden, die sagten, es sind nur abgezählte Tage, die wir in der Hölle verbringen werden. Meine Geschwister, die Hölle ist, die kein Mensch ertragen kann. Der Wächter der Hölle ist ein Engel. Sein Name ist Malik. Er hat seit der Erschaffung der Hölle nicht mehr gelacht. Allah hat ihn so erschaffen, dass er kein Mitleid empfindet, weder Gefühle kennt, noch um jemanden trauert. Und er wird niemals weich. Er ist alle Arten des Horror und der Bestrafung gewohnt. Und wenn die Höllenbewohner um Hilfe rufen, werden sie Allah anflehen. Sie werden sagen, O Allah, gib uns eine zweite Chance, auf dass wir Gutes in unserem Leben tun. Doch Allah wird mit ihnen nicht sprechen, ihnen nicht einmal antworten. Die Engel der Hölle werden ihnen sagen, seid still, schweigt. Würdet ihr zurückkehren, würdet ihr dasselbe noch einmal tun. Ihr hattet Gelegenheiten und Möglichkeiten, ihr hattet Chancen. Ihr habt die Warnung erhalten und ihr habt sie gehört. Ihr habt sie verstanden, aber ihr habt euch abgewendet. Ihr habt euch von denen abgewendet, die euch gewarnt haben. Ihr habt euch lustig gemacht über die Wahrheit und über ihre Warner. Aber einige der Höllenbewohner werden stets Hoffnung haben, dass Allah ihnen vergibt. Aber es wird zu spät sein. Ein Hadith erzählt von einem Mann, der in der Dunya im Wohlstand gelebt hat. Er wird für einige Sekunden in die Hölle gesteckt und danach wird er gefragt, kannst du dich an irgendeinen Wohlstand erinnern? Und er wird antworten, ich schwöre bei Allah, ich hatte niemals irgendeinen Wohlstand in meinem Leben. Er vergisst wegen der Qualen des Feuers. Die Bewohner der Hölle werden sich an die Engel der Hölle wenden, die Engel, von denen sie gefoltert werden. Und sie werden sich an den Wächter der Hölle wenden. Und sie werden bitten, fragt euren Herrn, ob er uns vernichten kann. Wir wollen nicht mehr leben. Sie bekommen die Antwort. Aber wann? Nach 1000 Jahren. Sie warten in Angst auf die Antwort. Eine angsterfüllte Hoffnung, endlich vernichtet zu werden. Und sie bekommen die Antwort. Euer Schicksal ist es, in der Hölle zu bleiben, in alle Ewigkeiten. Und der Kafir, der Ungläubige, der sich abgewendet hat von der Wahrheit, er wird sagen, Ya laytani kuntu turaba, wäre ich doch bloß Staub. Möge Allah uns vor seinem Zorn bewahren und uns vor dem Höllenfeuer schützen. Amen. Amen. Meine lieben Geschwister, ich möchte, dass ihr einfach mal euren Kopf frei macht und einfach mal überlegt, was ist mein Sinn des Lebens? Was will ich mit meinem Leben anfangen? Was passiert nach dem Tod? Ich meine, wir interessieren uns für alles hier auf dieser Erde, aber wenn es um den Tod geht, dann wollen wir nichts wissen von dem, obwohl es der Anfang unseres Lebens ist. Ich meine, was sind diese 70 Jahre, die du hier lebst, oder wenn du überhaupt 70 Jahre lebst, im Gegensatz zu der Ewigkeit? Diese ganze Zeit, die wir hier haben, diese ganze Zeit müssen wir nutzen, meine lieben Geschwister. Am jüngsten Tag, wenn du befragt wirst, was du mit deiner Zeit gemacht hast, da hast du keine Ausrede, da gibt es kein Entkommen. Ich mache euch ein einfaches Beispiel. Stell dir mal vor, ich würde euch einfach so mal 2 Millionen Euro in die Hand drücken. Was würdest du machen? Du würdest dich bei mir bedanken, oder nicht? Und du würdest dich ständig an mich erinnern. Aber stell dir jetzt mal vor, ich würde dir sagen, wenn du mir deine 2 Augen gibst, dann gebe ich dir sogar das Doppelte, 4 Millionen Euro. Würdest du mir deine Augen geben? Ich denke kaum. Wieso bedankst du dich nicht bei dem, der dir deine Augen umsonst gegeben hat? Subhanallah. Und wenn wir schon so perfekte Augen haben zum Lesen und wir nicht mal eine Seite in einem Buch lesen oder eine Seite in der Bibel oder in einem Koran und uns mal selber informieren, was hier wirklich abgeht auf dieser Erde, was willst du dann für eine Ausrede bringen? Es gibt keine Ausrede. Ich meine, wie oft ist es so, dass wir eher auf unserem Smartphone sind und hoch und runter scrollen den ganzen Tag.
und irgendwelche unnötigen Videos uns reinziehen oder dass wir uns Netflix reinziehen oder sonstige Dinge tun, die uns nicht weiterbringen. Ich meine, du hast Zeit gehabt, all diese Stunden und Stunden Netflix-Serien zu schauen, aber du wirst mir sagen, du hast keine Zeit gehabt, mal in den Koran zu blicken, mal zu gucken, ey, wie ist es da in der Bibel? Was steht denn da in der Bibel drin? Und dir selber mal Gedanken drüber zu machen. Dieses Leben ist wahrlich nur ein Test, meine lieben Geschwister. Und wir müssen das erkennen. Denn die Hölle und das Paradies, sie beide existieren. Und jetzt fragen sich vielleicht manche Leute, ja, wieso gibt es die Hölle, wieso gibt es das Paradies? Und jetzt zum Beispiel ein Hitler, der 6 Millionen unschuldige Menschen umgebracht hat. Wäre das fair, wenn er nach dem Tod einfach nicht mehr existieren würde? Oder wenn er ins Paradies kommen würde? Meiner Meinung nach ist das nicht fair. Ich denke, so ein Mensch, der solche Dinge anstellt, der sollte bestraft werden. Und was wäre in diesem Leben eine gerechte Strafe für diesen Menschen? Es gibt keine gerechte Strafe. Und wenn Allah barmherzig sein kann, dann kann er auch zornig sein. Und dann kann er auch bestrafen. Aber was wäre eine gerechte Strafe, was du diesem Menschen hier in dieser Erde antun könntest? Ich sage, wenn du ihn jetzt umbringen würdest, das würde nur einem Menschen rechnen. Von diesen 6 Millionen Menschen. Deswegen gibt es die Hölle und das Paradies. Und Allah wird die Menschen so bestrafen, wie sie es verdient haben. Sie werden für das, was sie in diesem Leben gemacht haben, eine gerechte Strafe bekommen. Aber vergesst nicht, das Jenseits ist für die Ewigkeit. Und das hier, das sind nur ein paar Jahre. So macht was aus eurer Zeit. Das Paradies und die Hölle existieren wirklich. Und Allah existiert auch. Wacht auf, meine lieben Geschwister. Das war's mit diesem Video für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Abonniert den Kanal. Wenn ihr ein Video habt, zu dem ich reagieren soll, dann postet den Link doch bitte in die Kommentare und ich werde es mir inshallah anschauen. Bis dahin, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.